Jo, der Butzmann hier. Was riecht der Scheiße? Na, soll's. Ich sage euch ganz ehrlich, heute, ich wollte eigentlich keine Videos mehr machen. Gut, ist aber jetzt anders gekommen. Kann man nicht mehr ändern. Jetzt wirst du mich wieder etwas ertragen. Es geht um Freundschaft. Also, hört zu, Leute. Wenn es um Freundschaft geht, ist das so eine Sache. Es gibt Freunde. Richtige Freunde, die habt ihr, die werdet ihr euer Leben lang haben. Und wenn einer sagt, ich habe 500 Freunde auf Facebook, ja, reden wir darüber nicht, lieber. Ich habe vielleicht zwei, drei Freunde, sage ich euch ganz ehrlich. Der Rest sind Bekannte. Das sind keine Freunde, das sind Leute, die kennst du. Aber würde ich deswegen mit denen die Freundschaft beginnen? Nein. Nein, kein bisschen. Und ich sage euch noch was, Leute. Wenn diese Freundschaft so toll ist, müsste sie ja unheimlich leicht zu erreichen sein. Aber Menschen sind Verräter. Ich beispielsweise, ich bin ein sehr netter Kerl. Und es ist dann natürlich auch für mich wirklich beschissen, wenn du siehst, wie Leute hingehen und Frauen wie Dreck behandeln. Und dann denkst du so, okay, ich bin nett. Ich bin der Nette. Und der Kerl da drüben, der sagt, hey, du bist so Stampfer, aber ich will dich ficken, kriegt dann die Frau ab. Das sagt mir was über zwei Leute. Er sagt das einmal was über die Frau aus und einmal was über den Typen. Die Frau ist nicht besonders selbstbewusst und der Kerl ist ein Vollidiot. Man kann nichts über diese Leute sagen. Aber sie sind leider in unserem Leben. Und diese Menschen finde ich persönlich, die bekommen leider mehr Aufmerksamkeit, als ihnen zusteht. Traurigerweise. Die kriegen alles mit. Die kriegen einen Job. Die kriegen ganz leicht eine Frau. Die kriegen ganz leicht ein Haus. Die bekommen alles. Die sind nicht selbstbewusst. Die treten nur selbstbewusst auf. So auf die Art. Gut, im Grunde genommen habe ich keine Ahnung. Aber wenn ich so tue, als ob, dann, ey, dann bin ich der Hecht. Hier im Karpfenteich ist aber nicht unbedingt das Beste, was man machen kann, meiner Meinung. Kann jeder machen, wie er will. Ich bleib ganz ehrlich, ich bleib nett. Ich bleib lieb. Und ich sage euch ganz ehrlich, lieber zwei, drei wahre Freunde drumherum und auch tatsächlich keine Freundin. Aber dafür halt ein gutes Leben und halt einfach wissen, hey, die sind hinter mir, die stehen hinter mir, die tun alles für mich. Wenn man Leute hat, auf die man sich verlassen kann, ist das alles cool. Die hat man halt nicht immer. Leider. Naja, ich hoffe, dass ich wieder etwas mehr Videos mache. Bis dahin, haut rein. Ciao und tschüss. Ciao.